Es sei uns jetzt bitte erlaubt, dass wir ein bisschen auch geschichtlich agieren, nämlich, dass es darum geht, dass wir vorstellen, wie eigentlich so etwas vonstatten geht, eine internationale Arbeitsgruppe zu etablieren, die sehr locker und sehr frei und aber doch auch sehr konzentriert arbeitet. Und vielleicht könnt ihr anfangen, das einfach zu erzählen. Und ich habe so das dunkle Gefühl, der Rudolf hat das Mikrofon in der Hand, der weiß auch, dass er anfangen möchte. Ja, so, und du gibst aber den Redensstab dann weiter. Gut, ja. Ja? Okay. Die Geschichte geht natürlich sehr lange. Mich hat interessiert, was es damit auf sich hat. Und das war gar nicht so sehr die didaktische Typografie, sondern Funktionen in Typografie und Gestaltung, die sich natürlich in diesem Gebiet eben auch übertragen. Und das, es gab so ein elektrisierendes Element, das ist ja hier auch sehr bekannt, das ist das berühmte Symposium in der DDR über didaktische Typografie, und daraus hat sich eigentlich dies ganz entwickelt. Ich habe versucht, das in meiner praktischen Arbeit zu vollziehen, soweit das ging, mit großem Widerstand der Behörden, der Schulbehörden manchmal. Und gleichzeitig ist das eben auch in die Theorien eingegangen, und das ist fast eingeschlafen. Seminare über didaktische Typografie, es hat sich fast niemand mehr angemeldet. Und dann kam eben Ulrike und fragte, was machst denn du damit? Gibt's das noch? Und wann war das, Rudolf? Also wann waren deine ersten Anfänge? Die Anfänge waren 82, beziehungsweise 84, berichtete Hans-Peter Wilberg auf einer Tagung über dieses berühmte Symposium von 1982. Also so alt bin ich halt, und deswegen kann ich das hier erzählen. Und in den 90er Jahren gab es dieses Seminar in Italien zur didaktischen Typografie bis Anfang des Jahrtausends. Dümpelt jetzt sowas immer noch dahin, haben wir immer noch schön zugebuttert, alles schön gerechnet, dass die Seminare gut geklappt haben. Und in unsere Begegnung war dann 2009, ja. Und da ging das dann los, und auch das fing wieder gut an, nämlich mit halbjährlichen Begegnungen in bestimmten Gaststätten. Und, ja, in glutenfreien Gaststätten. Glutenfrei, ja. Genau. Vielleicht magst du übernehmen, Ulrike, das noch ein bisschen weiter auszuführen. Genau. Also wir würden gerne die gastronomischen Details natürlich kennen. Das war, glaube ich, in München. Ich habe den Namen vergessen. Nein, ging deutlich um glutenfreie Nahrung. Wir haben uns 2009 über das Thema getroffen. Das heißt, wir sind uns eigentlich über das Thema zuerst digital begegnet und haben angefangen, darüber zu diskutieren. Ich habe Fragen gestellt. Ich bin beruflich mit diesem Thema konfrontiert gewesen. Das heißt, ich habe immer, weil ich vorzugsweise mit Hochschulprofessorinnen und Hochschulprofessoren zu tun habe, die ich von Typografie überzeugen muss und will, brauche ich Argumente. Und das müssen funktionierende Argumente sein. Es kann nicht einfach nur schön geredet oder schön gerechnet werden. Habe dann angefangen zu suchen nach Unterlagen, nach Argumenten, bin natürlich auf diesen Tagungsband, den Rudolf schon erwähnt hat, von 1984 gestoßen, Nadolski, das Problemfeld didaktische Typografie. Bin dann eben mit Rudolf zusammen in eine Diskussion eingestiegen. Ja, genau, um das vielleicht jetzt nicht in ewige Details und Kneipen ausarten zu lassen. Wir haben sehr lange in sehr kleinen Gruppen diskutiert, mit wechselnden Besetzungen, und sind dann im Grunde erst 2013 in St. Gallen auf den Roland Stieger, St. Gallen, und den Martin Tiefenthaler gestoßen. Und das war eigentlich ein fulminantes Erlebnis, weil wir haben kaum zwei Sätze über das Thema ausgetauscht, und es war völlig klar, wir werden zusammenarbeiten, wir werden uns treffen, also brauchte dann tatsächlich keine große Begründung mehr. Es gab so eine schöne Planung dabei.
Wir machen ein Symposium und wir machen ein Tagungsband zuvor. Zuvor. Hat fast geklappt. Wahrscheinlich wäre das jetzt spannend, wenn derjenige weitererzählen würde, den ihr da getroffen habt. Ja, also St. Gallen, das ist das Typosymposium in St. Gallen, das der Roland Stieger organisiert. Und wir kennen den Roland über die TGA und die TGA kennt die TGM, weil die TGM der TGA bei ihrer Gründung vor 20 Jahren geholfen hat. Das ist, war der Rudolf vor allem, dem wir immer noch dankbar sind. Und ja. Und also, um das noch ein bisschen zu illustrieren, wie stark sich die beiden... Rudolf hat vorher gesagt, ich habe dann übernommen von ihm und das Erste, was ich gemacht habe, wie sich das für einen guten Nachfolger hat, ich habe eine Fahrt nach Wien unternommen, um mich hier vorzustellen. Und und es ist halt so, dass ich finde, wenn man mit Schrift zu tun hat, dann hat man auch automatisch mit netten Menschen zu tun. Ich kenne das nicht anders. Ja. Und diese, deswegen ging das innerhalb von Sekunden. Und die TGA, und bitte, ich möchte jetzt den Moment benutzen, um die ganzen Leute vorzustellen, die hier sich den Arsch abgearbeitet haben. Das ist in erster Linie die Barbara, bitte. Das ist in erster Linie der Gerhard, bitte. Und das ist in erster Linie der Erich, bitte. Und die ganze Crew, die da hinten sitzt und das Buffet schupft und vor allem der Oliver, der die Technik betreut und auch vielen Dank auch den Alain und den Michi, die hier fotografieren und das Ganze dokumentieren, weil nämlich das Interessante ist, wenn so ein Symposium mal stattgefunden hat, dann hat das eine Faktizität und die kann man auch verwenden, ja, weil wir sind natürlich rein politisch gesehen vollkommen hinten aus, wir sind auf verlorenem Posten, wir schwimmen auf dünnem Eis, wir sind die Letzten in der Reihe, was immer auch im österreichischen Bundesministerium hat man nicht mal gewusst, was Typografie heißt. Und so gesehen, wir sind sozusagen auf einem Mangelgebiet tätig und daher ist es wichtig, dass es solche Events gibt und deswegen möchte ich auch Ihnen sehr danken, dass Sie gekommen sind und das Ganze zu einem großen Ding gemacht haben. Ein ganz wichtiger Teil auch von diesem Symposium ist die Ausstellung, die die Imke und die Rosalie organisiert haben und die dann auch mit Hilfe von Lisa und Sandra. Danke Sandra, Entschuldigung, hier aufgebaut wurde. Und noch einmal eine Aufforderung möchte ich wiederholen von der Rosalie, dass sie da halt sie ihre Spuren hinterlassen, bitte. Ja. Danke dafür. Also das war jetzt eine ganz lange Geschichte zu 2 Sekunden Entscheidung, wir machen das und es war klar, das muss der mitteleuropäische Raum sein, das ist Schweiz, Deutschland und Österreich und dann haben wir uns regelmäßig getroffen und dann kam es dann auch ihr dazu und Rosalie war, glaube ich, hier die schon. Ich finde das so witzig, weil ich wusste nicht, dass es didaktische Typografie gibt. Ich habe es so gegoogelt und ich habe auch nicht wirklich viel gefunden, bin aber auf so einen Dino-Forumseintrag gestoßen, der, glaube ich, 10 Jahre her war. Und die, da waren irgendwelche Leute, die ich nicht kannte und die haben sich leidenschaftlich in diesem Forum über didaktische Typografie gestritten. Mehr konnte ich nicht so richtig finden, deswegen war ich so frei und habe einfach da mal die Leute ausfindig gemacht, gegoogelt und angeschrieben. Und dann ging das auch ziemlich schnell, weil ich mich ja sehr viel mit Verständlichkeit von Schulbuchtexten beschäftige und dann habe ich diese wunderbaren Leute getroffen und dann ging das ganz schnell, dass wir gesagt haben, wir müssen unbedingt zusammenarbeiten. Ja. Ja, ich bin eigentlich das 3,5. Land, weil ich komme eigentlich aus Holland, aber ich bin ja nicht entsendet worden, also von daher sind wir doch 3, ne? Ja. Ja, bei mir fing das mit der Leserlichkeit an, ich bin kurzsichtig und ich habe immer gedacht, wenn ich etwas, was weit weg ist, nicht lesen kann, dass es an der Überstrahlung liegt.
Und dass es an Schriften liegt, die das nicht, dagegen nicht gut gestaltet sind. Also ich habe immer gedacht, das liegt an den Schriften. Bis ich dann mit 27 irgendwann mal Führerschein gemacht habe. Und dann mein Fahrlehrer sagte von, okay, Herr Pohl, ich glaube, Sie müssen noch mal zum Augenarzt. Ja. Ja, ich habe mich also immer für das Thema interessiert und irgendwann mal habe ich mich für die Dienstschriften interessiert. Das ist aber eine ganz andere Geschichte, aber weil ich mich dafür interessiert habe, ging irgendwann mal das Telefon und da haben sie gesagt, ja, ich bin Frau Rosenkranz vom DIN und es sind hier so Leute, die wollen unsere Normen über Leserlichkeit überarbeiten und ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Und ja, hören Sie doch, wieso dann? Gibt es dann eine Norm? Braucht man sowas? Und dann, ja, hören Sie doch mal zu. Also das muss überarbeitet werden, weil es gibt die Sehbehindertenverbände und die wollen dass das überarbeitet wird. Und ja, die kommen damit so mit Sachen von alles muss in der Helvetica 14 Punkt Halbfett gestaltet werden, weil das ist für uns gut und wenn es für uns gut ist, dann ist es für alle gut. Und wir haben so ein bisschen das Gefühl, dass wenn wir diese Leute alleine lassen, dass es dann vielleicht doch nicht gut wird. Also sie hat Leute gesucht, die ein bisschen was von Schrift und Schriftgestaltung wissen und naja, deswegen bin ich dann da mal hingegangen und habe versucht, meine Expertise da einzubringen und habe möglichst viele Leute dazu geholt, die damals auch Lust hatten, das zu bearbeiten. Und so ist es eigentlich 2013 dazu gekommen. Und naja, weil ich dann nicht nur mit der Dienstschrift hausieren war, aber auch mit dem Thema Leserlichkeit, sind wir irgendwie in Kontakt miteinander gekommen. Ich weiß nicht mehr warum, aber irgendwann mal sollte ich teilnehmen an dieser Gruppe. Und ja, das ist eine ganz spannende Geschichte. Und ich habe meine Aufgabe vor allem darin gesehen, so viel wie möglich Leute, die das Thema ernst nehmen und auch bereit sind, darüber zu schreiben, darüber nachzudenken und auch darüber zu forschen, ja, in die Gruppe reinzubringen. Dass es nicht nur so eine Schönheitsgeschichte ist von Typografen, die alles schön machen wollen, aber dass wir auch das Ganze so ein bisschen auf eine wissenschaftliche Basis bringen können. Und deswegen bin ich nicht nur sehr begeistert über Rosalie, aber auch Sabine, die sich in den Niederungen der Forschung gegeben hat. Empirisch. Und ja, du auch, aber das war auch nochmal anders. Das kannst du ein bisschen selber erzählen. Ja, ich glaube, die Hälfte sind Forscher mindestens, oder? Also ich bin dazu gekommen, weil ich einen Kunden hatte, der mit leichter Sprache kommunizieren wollte und dann war ich auch mit 14 Punkt Areal konfrontiert und dachte mir als Designer, dass das nicht hinhauen kann, dass ich jetzt nicht 20 Jahre Berufserfahrung und 15 Jahre Lehre über den Jordan schicken kann, nur weil das in irgendeinem Regelwerk steht, das tatsächlich auch von der Bundesregierung veröffentlicht wird, was ein Problem ist, warum man auch politisch und mit Forschung dagegen halt muss. Und Albert hat mich sehr unterstützt bei einer Studie, die ich euch auch morgen vorstellen werde, weil Leserlichkeitsforschung auch in der Vergangenheit sehr dubios oft war und zu Recht auch von den Spezialisten und auch von den Designern nicht anerkannt wird. Und wir hatten vorhin einen Vortrag eben auch, der sich auf Reading bezogen hat und da bin ich auch in meinen Forschungen jetzt drauf gestoßen und der Rob Waller sagt zum Beispiel, also dass nur die emische Sicht, also die Sicht des Spezialisten eigentlich eine gute Forschung machen kann. Also man muss sich als Typograf gut auskennen, damit man überhaupt Forschung machen kann. Und das ist, glaube ich, auch das, was uns verbindet, dass alle sehr auf Typografie, Detailtypografie achten. Und als Ausblick vielleicht noch, als ich angefangen habe mit dem Thema von vor 4 Jahren, war das ein sehr exotisches Thema. Ich habe Corporate Design für große Unternehmen gemacht und die haben dann gesagt, was machst du jetzt mit den Doofen und Behinderten so ungefähr? Und wieso interessiert dich das? Designer haben sich nie damit beschäftigt, deswegen schaut das auch so aus. Und jetzt nach 4 Jahren Forschungsarbeit haben wir aber riesige Nachfragen und ich denke, das deckt sich auch mit der Nachfrage an dem Buch, weil man eben feststellt, man kann nicht so und so viele Leute außen vor lassen durch schlechte Gestaltung und das ist eben das, was wir leisten können und was auch alle hier leisten können, denke ich, die sich für Typografie interessieren. Und da gebe ich wieder an dich. Ich denke, mit diesem Symposium und dem Buch, das jetzt erschienen ist,
haben wir schon eine ganze Menge erreicht, aber es ist eigentlich für mich ein Anfang. Und bitte bleiben Sie auch, wer Lust hat, an dem Thema zu arbeiten, und zwar richtig und nicht nur schmückend, der soll bitte an dem Thema dranbleiben und was tun. Sehr schön. Ich habe jetzt so ein paar verschiedene nochmal so Konkretisierungen, die ich da hineinschieben möchte, aber als Fragestellung oder als Ergänzung. Das eine ist, wir nennen das hier internationale Arbeitsgruppe lesbar. Da sitzen zusammen oder stehen hier Menschen zusammen, die was gemeinsam machen. Das ist organisationsübergreifend. Wie kommt man dazu, sich daran zu beteiligen? Sprecht ihr Leute an oder kommen Leute auf euch zu? Dürfte du jetzt sagen, ich möchte gerne mitmachen oder wie auch immer. Wie funktioniert das und wie funktioniert eure Auswahl, ob dann man mitmachen darf oder nicht? So. Üblicherweise kommen die rein wollen, bei mir vorbei. Warum genau, weiß ich nicht, aber so ist es. Also wir wählen eigentlich fast nicht aus. Das heißt, es kommen Leute auf uns zu, die stellen sich vor, das halte ich für eine ziemlich, also auch im digitalen, in der digitalen Kommunikation ist das für mich ziemlich notwendig. Und eigentlich entscheidet sich alles Folgende von selbst. Und das ist eigentlich auch der gesamte Arbeitstenor der Gruppe. Das heißt, wir treffen uns alle halbe Jahr. Und das ist für diese Entfernungen, die wir da zum Teil irgendwie auf uns nehmen, ist das durchaus ambitioniert. Aber es ist seit 2015, da war unser erstes Treffen nämlich hier in Wien, haben wir uns alle halbe Jahr getroffen. Wir arbeiten eigentlich alle Ehrenamt, das sowieso. Nein, es geht auch nicht ums Ehrenamt, sondern es gibt keine Regel, es gibt außer den Verabredungen, die wir uns selber geben. Das heißt, wir sind kein Verein, wir haben zwar im Rücken Vereine, das ist hin und wieder für Finanzierungen durchaus sinnvoll, weshalb ich alle Anwesenden gerne aufrufen möchte, euch in den jeweiligen Vereinen zu etablieren, dort Mitglied zu werden, weil das Geld können wir gut gebrauchen. Sei es für ein neues Buch oder irgendwas anderes. Das macht uns nämlich wirklich große Probleme. Also wir haben das mit dem Buch, das können wir gerne jedem Einzelnen auch in ganz langwierigen Geschichten erzählen. Es hat uns sehr viel Mühe gemacht, das Ding auf den Tisch zu bringen. Und wir haben unglaublich viel Zeit und Energie und Engagement und so von allen, also überraschend auch irgendwie, was sich da so entwickelt. Also ne, es ist, wir haben irgendwann einen Punkt gehabt, wo es nicht mehr weiterging, und dann tauchen zwei Leute auf, die da hinten zum Beispiel steht einer, den Michi sehe ich gerade nicht. Der andere ist hier. Genau. Die haben uns gerettet, ganz einfach. Die haben irgendwie drauf gehabt, eine Startnext-Kampagne zu organisieren und damit... Ulrike, ich glaube, das Wort, das du gesucht hast, heißt Selbstausbeutung. Wir arbeiten alle, ja nicht nur ganz echt, alle, die hier vortragen, kriegen keinen Cent Honorar. Also wir fügen einen Schmuckstein nach dem anderen in unsere Krone der Selbstausbeutung. Und wir machen das aber, weil es einfach lustig ist, ja. Und wir haben einen gewissen Hedonismus drauf und wir machen die Sachen gemütlich. Wir haben es nicht eilig, weil uns eh nichts davon läuft, weil es sonst eh niemand macht. Und so gesehen, also, ja. Ich würde da gern reingreifen, Martin. Ja. Weil das ist natürlich, also es ist unglaublich schön, wenn du das so schilderst. Es gibt aber sozusagen auch einen anderen Aspekt davon. Das eine ist etwas, was in allen drei deutschsprachigen Ländern eine ganz große Rolle spielt. Das nennt sich schlichtweg bürgerschaftliches Engagement. Und das ist das, was hier passiert, dass sich Menschen für die Gesellschaft häufig in Fachgebieten engagieren. Und das ist, was ihr, und momentan wir alle hier gemeinsam, wir sitzen alle hier zusammen und helfen quasi zusammen, was wir hier gemeinsam tun. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das auch genauso sagen dürfen. Das ist ein extrem hoher Wert, den wir gesellschaftlich als bürgerschaftliches Engagement erzeugen. Ja, und da dürfen wir auch ganz großes Selbstbewusstsein darüber haben.
Das Zweite ist, und ich habe gesagt, ich bin parteiisch heute, das Zweite ist, was wir hier tun, ist ganz klar eine politische Aufgabe. Wir schaffen nämlich Grundlagen dafür, um dann politisch zu wirken. Wir brauchen so etwas wie eine fachliche Grundierung, wir brauchen eine Publikation, wir brauchen Veröffentlichungen, wir brauchen so etwas wie eine solche Tagung, um auf der Basis formulieren zu können, Achtung, hier gibt es fachliche Erkenntnisse, die gesichert sind, mit denen wir in die Politik gehen können. Ja, das ist so der zweite Aspekt. Dann gibt es noch einen Aspekt, der mir auch sehr wichtig ist. Ich weiß nicht, wie es hier in Wien ist. Ich kann es fast schon nicht mehr hören. New Work. Ja, wir sind alle so unglaublich locker und lässig und wissen genau, wie es geht und alles ist ganz neu. Das, was hier auf eine ganz einfache Art und Weise seit 2013 passiert, nämlich kollaboratives Zusammenarbeiten über Ländergrenzen hinweg, freiwillig und mit großer Lust. Davon träumen diejenigen, die New Work formulieren. Und deswegen finde ich, gehört dafür noch ein viel größerer Applaus diesen hier an der Tisch. Und ich verspreche euch, ich erzähle morgen an geeigneter Stelle noch mal ein bisschen das, wie ich glaube, jetzt aus meiner Position raus, und der Position, die ich vertrete, mit vielen Leuten gemeinsam beim Deutschen Designtag, wo wir politische Arbeit machen, wo wir gerade lernen als Gestalter, wie politische Arbeit funktioniert. Denn tatsächlich gibt es so etwas bisher in dieser Szene nicht oder kaum. Erzähle ich gerne noch mal ein bisschen ausführlicher darüber. Ich glaube, wir können es genau an der Stelle jetzt auch für heute damit bewenden lassen. Ich wollte noch sagen, ich glaube, also vielleicht ist es jetzt alles eben selbstausbeuterisch, aber ich glaube, es wird einfach sehr gebraucht, was wir machen und ja, die Grundlagen, die wir schaffen, und das wird sich dann schon irgendwann auszahlen. Also vielleicht dann für unsere Studenten oder so und vielleicht nicht mehr für uns. Sabine, ich glaube, ja, dieser positive Grundansatz, dieses Gefühl, dass wir etwas zu beitragen, was menschenorientiert ist, was dabei dazu beiträgt, dass Gesellschaft besser wird. Das ist ein Grundimpetus von Gestaltern, von den meisten Gestaltern, und mit dem sollten wir jetzt noch ein Glas Wein miteinander trinken. Schönen Abend.